Mein heutiger Gast ist ein absoluter Superstar. Zwei Sender reißen sich um ihn, nämlich Sat.1 und der Westdeutsche Rundfunk. Auf beiden Kanälen feiert sie Triumphe teilweise parallel und zeitüberschneidend. Herzlich willkommen, Cordula Stratmann! Setz dich, Cordula. Du bist ja so ein Improvisationstalent. Du kannst vielleicht ein bisschen was improvisieren, während ich schnell was aufbaue. Mal eben das Kabinett zusammenstellen? Ja, wir haben uns Folgendes gedacht. Kannst du dir vorstellen, was jetzt passiert? Ja, improvisier einfach mal so. So, völlig unabgesprochen, wie in der Schillerstraße. Ist das bei euch ehrlich, eigentlich wirklich, ist das wirklich improvisiert in der Schillerstraße? Ist das wirklich improvisiert? Oder warte, wie viel von den Gags, die ihr da bringt, sind eigentlich spontan? Und was ist vorbereitet? Alles ist vorbereitet. Wir kriegen Drehbücher. Ich komme gar nicht mehr aus dem Haus. Ich lerne sehr viel Text. Ja. Weil das muss alles so wirken, als ob einem das in dem Moment einfällt. Davon lebt's ja. Davon lebt's. Wer teilweise böse Versprecher hat, ist Georg Uecker, höre ich immer. Ja, ja, deswegen ist der ganz selten im Bild. Ja, genau. So, jetzt habe ich es auch schon aufgebaut. Folgendes. Du bist doch auch mit der politischen Lage einigermaßen vertraut, oder? Absolut. Interessierst du dich für Politik? Definitiv. Wirklich? Ja, natürlich. Du hast gewählt? Aber hallo. Und wie findest du den Wahlausgang? Spitzenmäßig. Ich bin vorher ja immer, weil ich gehöre ja jetzt zu den prominenten Frauen. Ja. Und ich bin vorher dann oft angerufen worden und auch einmal von einem Fernsehsender eingeladen worden zu einer Talkrunde zum Thema. Lass mich raten. Kanzlerkandidatin. Nee, würden Sie Angela Merkel wählen, nur weil sie eine Frau ist? War das so? Ja. Ich habe dich eine gesehen. Ich habe gesagt, lasst mich in diese Sendung gehen. Finde ich großartig. Da kannst du eine Stunde drüber diskutieren. Ja? Ja. Ist Deutschland reif für eine Frau? Fragezeichen. Und dann können mehrere prominente Frauen, die echt was zu sagen haben, sich darüber unterhalten. Und dann auch so die einzelnen Aspekte von Frau Merkel durchkauen. Ich mische schon mal ein bisschen. Ja. Du kannst auch ein bisschen mischen, wie bei der DFB-Pokalauslosung. Nee, ja. Ich nehme direkt den nächstbesten. So, pass auf. Du kannst mal ein. Das sind die CDU-Kandidaten für Ministerämter. Das sind die SPD-Kandidaten. Blau? Ich mach das hier hin. Schwarz. Weiß nicht, hatten wir irgendwie nicht. Das hier sind die beiden für Kanzler und Vizekanzler. Und das hier sind die Ministerien. Ja. So. Ja. Du machst als erstes. Und wir machen das genau. Ist denn das sicher, dass wir zuerst CDU ziehen? Ist das denn gerecht? Ja. Nee, ich möchte das sowieso nicht. Wieso hast du mich wieder reingeworfen? Ich weiß aber, welches es war. Wirklich? Nimm es sofort wieder aus. Natürlich, die CDU ist die stärkste Partei Europas. Ach so, ja gut. Ja. Ich war das nicht. Das ist eine schöne alte Tradition. Geht gar nicht auf, siehst du? Du musst drehen. Das ist nämlich. Ah, ich hatte vorhin gesagt, ich habe vergessen, dir zu sagen, du musst drehen. Und es ist, so reinhalten wie beim DFB. Ursula von der Leyen. Nein, so geht das nicht. Du musst es in die Kamera halten und dann musst du ganz langsam sagen, Ursula von der Leyen, so wie SV Alsenborn. Weißt du? So, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Und ich sag dann auch nochmal, Ursula von der Leyen. So, hier ist Ursula von der Leyen. Jetzt brauchen wir für Ursula von der Leyen ein Ministerium. Das ziehe ich ihr aus. Leg ich die jetzt weg oder was machst du? Die kannst du weglegen, weil ich hab's hier noch. Ursula von der Leyen wird. Da kann ich schon so eine erste persönliche Meinung wie bei der Auslosung reingeben. Oh! Scheinbar eine klare Sache, aber das Kabinett hat seine eigenen Gesetze. Gedönsministerin! Das glaubt uns doch wieder keiner, dass das nicht abgekommen ist. Wir losen weiter für unser Kabinett. Frau Stratmann, jetzt eine Dame oder einen Herrn von der SPD. Drehen. Ich hab jetzt raus. Franz Müntefering. Ich soll das sagen. Also entschuldige. Franz Müntefering. Franz Müntefering, zuerst zu Hause. Ja. Nein, die Amateure ja prinzipiell. Oh, jetzt komme ich aber schon in Konflikte. Wieso? Jetzt komme ich in Konflikte, weil hier haben wir ja Kanzler und Vizekanzler.
Ja, aber die Gruppenköpfe werden doch erst am Schluss ausgelost. Ja, aber kann ich da jetzt nicht auch schon reinfassen? Das Nein. heißt, Münte du ist kannst weg. Es, du kannst doch nicht einfach, erst müssen die Sachfragen geklärt werden. Ja, oh, das ist ganz wichtig. Erst werden Sachfragen gesprochen und dann über Inhalte. Nein, also. Über Personalfragen. Finanzen? Ja. Ja, ist vorstellbar. Franz Müntefering, unser Finanzminister. So. Dann mach noch gleich einen, Cordula, bitte. Jetzt musst du wieder ein CDU. Oder erstmal das Ministerium vielleicht mal. Ja, oder erstmal das Ministerium, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das ist das Ministerium. Ich kann es dir aber auch zuwerfen, wie früher so in Straßenpantomime. Dann dauert es ein bisschen länger. So neulich nachts, als wir uns am Rhein getroffen haben. Ja, genau. Das war irre. Schade, dass ihr zu zweit wart, fand ich. Ja, ich gehe seitdem meistens sonst alleine raus. Aber hätte ich deinen Mann angegraben. Da. Bitte? Ja. Wenn du willst, kannst du mal zurückwerfen oder so. So. Was? Nee. Das ist nicht dein Ernst. Ja, aber wer jetzt? Wirtschaft und Arbeit. Jetzt geht es erstmal nur um Inhalte. Ne? Ja. Jetzt muss ein CDU-Politiker gezogen Arbeit. Werden. Eigentlich ja, oder? Jetzt, wir sind jetzt die Koalitionsgespräche so weit, dass man mixt. Sehr gut. Wer ist es? Dreh es mal rum. Was? Man kann es nicht sehen. Ach so. Jetzt? Ja! Gerhard Schröder! Ja, also. Wusste ich doch. Für Wirtschaft und Arbeit. Sehr gut. Also hat er sich zurückgezogen. Bitte? Er hat sich zurückgezogen. Mhm. Ja, er hat im Dienst der Sache geräumt. Wirtschaft und Arbeit ist ein dankbarer Ministerposten, ja. Finde ich. Schnell sind schnell Erfolge zu sehen. So, noch einen. Das Innenministerium ist nur noch übrig. Und das macht? Auch schon ein CDU-Mann, ne? Noch ein SPD-Mann? Ja, komm. Wirklich, das Innenministerium? Ja? Das sind ja schon zwei. Von Na, wir brauchen jetzt einen. Wir brauchen jetzt einen. Das ist für Sie als kleines Souvenir. Wir brauchen noch einen. Ja, rot. Haben wir das nochmal in Zeitlupe, den Wurf? Gut, war nicht abgesprochen. Ja, wen denn jetzt? Blau oder rot? Blau. CDU, zwei SPD haben wir ja schon. Wann kommt dein neues Buch raus? Ich bin am Schreiben. Das wird Hammer. Wirklich? Das wird ein Hammer. Worum geht's da? Tote und so. So ein richtiges Blätterbuch. Nein! Wirklich? Ja. Also mehr was für Voll Kinder hart. Und so. Ja? Ja. Wolfgang Schäuble, Innenminister. Übrigens. Wolfgang Schäuble. Ja. Ach so, entschuldige. Ja, ich bin so ganz Oh. Ah, zu groß. Früher habe ich das immer auf der Weihnachtsfeier beim Süddeutschen Rundfunk gemacht, habe ich zwei Tischtennisbälle mir reingeschoben und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin Kurt Felix. Aber das ist zu groß. Das ist Ach, zu groß. Bring es doch mal an. Ha? Womit? Klappt es nicht? Verletzt dich nicht. Nein, du kannst das. Jerry Lewis. Schön. Gelbe Zähne. Gelbe Zähne. So, jetzt brauchen wir noch den Kanzler. Vizekanzler und Kanzler. Vizekanzler SPD, Kanzler natürlich CDU oder Kanzlerin. Das ist ja alles noch nicht raus. Man weiß es ja alles noch nicht. Harald. Vizekanzler Otto Schily. Muss doch erst ausgelost werden. Wieso legst du das denn fest? Wieso? Ausgelost? Das sind doch noch die beiden Gruppenköpfe. Ob das jetzt Kanzler wird oder Außenminister? Das wird ausgelöst? Das wird ausgelost. Deswegen sind die zwei grünen Kügelchen da. Ja, natürlich. Wollte nur mal sehen, ob du mit aufpasst. Ja. Jetzt lose ich den Job aus. Soll ich jetzt nicht sagen, Otto Schily? Doch. Soll ich sagen? Otto Schily. Ja, aber nicht so eine Pause. So, sag es einfach so durch, so, wie man so durch. Otto Schily sagt. Im Sinn von Otto Schily. Nee, das ist so gewertet. Sag's einfach so, weißt du, Otto Schily, wie man so Otto Schily sagt. Dann mach ich das aus einer Bewegung raus. Ja. Otto Schily. Das war gut.
war toll. Ja? Ja, man hat manchmal selber nicht gespürt. Ja, man fühlt das nicht so. Wie es jetzt gesagt hat, war mehr du. Ja. Das andere da war sowas. Ich kenne es. Ich weiß, dass man ist dann oft, aber man braucht einfach so ein Kollektiv. Das war übermotiviert, ja. Wie ich Otto Schily gesagt habe. Oh! Bundeskanzler! Na, hallo! Otto Schily, Bundeskanzler. Und jetzt kommt. Ja, da kann doch wohl jeder mit leben, oder? Ja, da kann nun wirklich jeder leben. Also der ist total rechts und total links. Absolut. Und jetzt muss natürlich CDU, Außenminister oder Außenministerin. Friedrich Merz! Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Aber das ist ja ein Kabinett, das ist ja der FC Chelsea der internationalen Politik. Absolut. Das kann ja kein Russe bezahlen. Also, Friedrich Merz. So. Jetzt hätten wir das. Und jetzt kommt das, was dir, glaube ich, sehr gefallen wird. Wir haben ja heute 50. Sendung, deswegen haben wir dich eingeladen. Ja? Stargast? Was ist? Da wegen Alter. Ja, nee. weil man für ein Jubiläum jemanden haben möchte, der richtig Triumphe feiert. Normalerweise kriegt man zum 50. was geschenkt. Wir haben gesagt, das muss nicht sein, denn. Oh, ich habe nichts mit. Das mache ich gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Danke, darum geht es ja nicht. Wir leben doch, auch du als Künstlerin und so weiter, wir leben doch von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, von unserem Publikum. Und ich habe mir gedacht, es ist an der Zeit, dass wir mal sagen, danke. Und eine Kleinigkeit für Sie, und deswegen bekommt jede Dame, jeder Herr jetzt im Publikum einen kleinen Geschenkkorb, den man so zum 50. kriegt. Diät-Salami, Hundefutter, ein Weinchen. Hier ist das ganze fahrbare Regal. Cordula, vielleicht gehst du mal mit nach unten. Ja. Gehst du in den Block ganz rechts nach außen. Jedem wurde ein Block zugeteilt. Hallo. Und ich muss sagen, ich gebe schon. Ein herzliches Dankeschön. Tolle Sache.